Was haben wir eigentlich für Missions? Eine Micro-Mission, eine Burial-Mission, also wenn den FIB oder FBI-Kacke. Genau, okay. Also unser Attentat scheiße mit Franklin, mit Lester, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen. Ah, nee, wir machen mit Trevor die Nigel-Mission, glaube ich, fertig. Und dann können wir. Genau, da haben wir den Raubüberfall auch dabei, was? Oh Gott, am Popo der Welt. Oh, fuck. Ach du Scheiße, Cargo Bob, das wird eine Katastrophe. Fuck, ich habe keinen Plan, wie wir da wieder rein, wie wir da nochmal reinkommen. Oh, shit, okay. Müssen auf jeden Fall zu Trevor erstmal. Oh fuck, der Cargo Bob, das finde ich nicht einfach. Also, wir müssen. Wie habe ich es? Ich habe keinen Plan, wie ich es eigentlich immer gemacht habe. Irgendwie. Irgendwie. Wo ist der schon wieder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. I need some breakfast. Alter, du bist so ein Kackhaufe, das ist. Junge. Ich will ja nichts sagen. Der Typ ist besoffen, der will Frühstück haben und es ist gerade mal 21 Uhr. Ist klar. Boss, ich sollte dich daran erinnern, dass wir diesen Heli aus Forder brauchen. Hast du bestimmt nicht vergessen, oder? Ja, das ist ja mein großes Problem, Wade. Das ist mein riesengroßes Problem. Erstmal. Oh mein fucking Gott. Okay. Oh, Trevor, du machst mich fertig. Okay. Erstmal nach Hause. Dann erstmal umziehen. Und dann zu Nigel. Weil so können wir nicht viel machen. Gott, der Typ ist besoffen. Junge, was machst du eigentlich immer? Okay, so. Erstmal nach Hause. Okay, das Fahren ist eigentlich stinknormal. Also nicht irgendwie so. Fühlt sich nicht besoffen an. Gott sei Dank. Okay. Und Maud will auch was. Und Brad auch noch. Und keine Ahnung, Hilfe. Momento. So, E-Mail. Wer will was? Wo? Wann? Maud. Hallo Trevor, hast du deine Ausweise noch nicht gefunden? Die Zeit läuft. Also das müssten wir auch machen. Super. Und hier ist auch was. Ist er langsam? Ey du Arschkind! Hey, get back here! You're pathetic! Tot? Du bist. Er ist tot. Ah, guck. So sieht's aus. So, passt. Okay, Trevor ist normal eigentlich nicht der Typ, der was nett ist, sage ich jetzt einfach mal. Aber ja, wir sind nett. Das heißt, wir geben es einfach zurück. Da bitteschön, mit der Unterhose. Hi. Da kommt immer gut. There you go. I persuaded him to change his mind. You're my hero. I can't thank you enough. Oh, kein Thema. Okay, so jetzt. Dürfte ich jetzt einfach mal nach Hause fahren, ohne dass mir 1000 Typen auf die Eier gehen? Gott, Trevor, ich weiß nicht, ich hasse deinen Truck so sehr. Ich hasse den Truck so sehr, das ist der Hammer. Aber gut. Okay. Und das für die Musik? Ah, es ist Underground. Ich höre fast gar nichts, weil der Motor so laut ist, aber. Passt meine Idee, damit ich ein bisschen was höre, aber auch nicht so laut, dass hier YouTube das Video sperrt, wegen hier Copyright und den ganzen Scheiß. Ihr wisst nicht, ihr alle. Ihr wisst nicht, ihr alle, wie das Ding hier läuft. So, Alter, finde das geht. Ich wollte sagen, das geht gut, aber das ging nicht ganz gut. Schade eigentlich. Holy fuck, holy fuck, holy fuck, holy fuck, bleib stehen. Holy fuck, was ist denn das für ein Traumcar? Holy crap, raus. Meins. Meins, ich sag's dir, meins, aber sowas von meins. Das ist ein Sport, ich weiß, das ist ein Supersportwagen. Und die Cops, ist ja eh klar. OMG, was für eine geile Gurke. Von hinten sieht die ja schon Burnout und von vorne Alter. Wieder. Geiles Auto. Geile Karre. Schade, dass man hier kein in der Story kein Peilcenter oder so oder eine Versicherung machen kann wie in online. Weil da hätte ich so, das hätte ich sofort gemacht. Ich meine, wir haben ja auch, wie viel Kohle haben wir? Oh, okay, wir haben 22.000. Das ist nicht viel. Aber gut. So, ja, Trevor, move your ass. Also, einmal umziehen. Das war hier. Yep. Nicht speichern, ich will umziehen. Joa, pff.
einfach hier stinknormale Kacke und so, weißt du? Für Black Hand will, ne. Aber die Kacke mit einer Hose. Mit. Ne. Jogging. Auf der Jogginghose ist einfach mal Blut, getrocknetes Blut. Ich weiß nicht, was Trevor mit seiner Jogginghose gemacht hat, aber okay. Das sind auch Schuhe, da scheint eh keine guten, oder? Nö. Ja, geil. Ja, passt schon. Passt schon. Was? Was trägst du für einen Scheiß bitte beim Schlafen? Das ist ja mal ganz geil. Der Pink, Alter, pinker Pyjama mit hellblauen Sternchen und eine grüne Uhr. Oh mein Gott, du bist so ein Affenkopf, du bist so ein Affenkopf, du bist der Hammer. OMG. Raus, 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 oh Gott. Dieser Floyd hat echt so einen Affe. Nee, einfach so behinderter Typ. So behinderter Typ. So. Okay, wie zur Hölle machen wir das jetzt? Wie zur Hölle machen wir das? Wie zur Hölle bekommen wir den Cargo Bob? Ich habe keinen Plan. Doch, ich habe so einen kleinen Plan. Das wäre, wir müssen Waffen laden. Und hoffen, dass wir einen Fallschirm kaufen können. Haben wir einen Fallschirm? Nö, dachte ich mir. Okay. Okay, wir müssen zum Fall. Wir brauchen einen Fallschirm. Dann brauchen wir. Was weiß ich, dann ist eigentlich egal, ob ein Flugzeug oder ein Hubschrauber. Besser wäre es eigentlich. Okay, besser wäre es sozusagen ein Hubschrauber. Aber wenn wir einen Fallschirm haben, dann würde auch ein Flugzeug gehen. Das ist jetzt die Frage. Ist eigentlich scheißegal, wir müssen einfach nur irgendwie rein und dann die ganzen Panda abballern. Dann weiß aber 10.000 da sind, aber dann. Trevor Spezialfähigkeit sollte das jetzt eigentlich auch nicht so schwer sein. Hoffe ich mal. Oh Gott, ich habe Angst. Oh Gott, ich habe Angst. Oh Gott, ich habe Angst. Gut, dass ich nicht den komischen Mod drin habe hier. One-Shot-Kill. Also ein Schuss und tot. Gott sei Dank nicht. Nee, nee, ich halte ein bisschen mehr aus. Okay. Oh, Trevor stinkt. Na dann. Sonst nichts ist. Warte mal, wo ist denn hier meine Lieblingswaffe eigentlich? Sturm. Hä? Wollen die Bullup oder wie auch immer die Kacke heißt, was ich in anderen immer habe? Das sind doch die gleichen Waffen, oder? Bingo. Die sind nicht da. Boah, die gibt es noch nicht, was den Kack. Was ein Kack, aber die ist gratis. Ja, machen wir einfach mal so 500 Schüsse. Fallschirm geht noch nicht. Fuck you. Na, geil. Ah, okay, passt gut. Dann. Panzer und Hammer? Nee. Okay. Aber das ist die andere Frage. Bekommen wir automatisch, vielleicht bekommen wir automatisch von, wenn wir in ein Flugzeug einsteigen, einen Fallschirm. Kann auch sein. Egal, komm. Wir fahren jetzt einfach mal zum Flughafen und dann schauen wir weiter. Scheiß die Wand dann. Scheiß die Wand dann. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bezweifle es zwar ein bisschen. Aber wir werden schon sehen. Also ich weiß, wo ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich es auf jeden Fall verkackt. Weil ich bin irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Auto bin ich dorthin gefahren, habe irgendwo versucht, von vorne reinzukommen. Weil das klappt erstmal gar nicht. Weil erstens kommt man hier fast gar nicht rein, dann müsste man schon irgendwie schleichen. Aber das hat auch nicht geklappt, habe ich auch probiert. Und dann bin ich tausendmal drauf gegangen und dann habe ich keine Lust mehr gehabt. Und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, mit dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber. Und ja, ich weiß ja nicht. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr wie. Als ob ich jetzt einen Hubschrauber genommen habe oder ein Flugzeug. Ich habe keinen Plan. So, Markierungskacke kann man wegmachen. Also es wäre jetzt nicht schlecht, wenn wir einen Hubschrauber finden würden. Wir bräuchten einen Hubschrauber. Dann machen die eigentlich hier auf, oder weil sonst muss ich hier die Rampe benutzen und so. Machen die auf? Mach auf, du Schlampe! Oh, fuck you. Okay. Dann müssen wir auf die Haltung machen. Alles klar. Wo ist das? Hier. Könnt ihr mal. Boah, ja, fahrt halt. Oh Gott. Ja, fahr, du Stück Scheiße. Du Marfe. Und. Ja, fahr. Nicht überschlagen, ich brauch dich noch, Auto. Oh fuck, oh fuck. Ja, der Monster dann ist sowieso da fehlgeschlagen, aber da juckt mich jetzt herzlich wenig. Au!
Jawohl. Und Cops, ist eh klar. Okay. Gib mir die irgendwo einen Hubschrauber. Au, ja, ist ja gut. Au, ja. Das sind normal immer Hubschrauber, immer. Aber nur jetzt will ich nicht. Logisch. Hätte ich brauche einen scheiß Fallschirm und einen scheiß Hubschrauber, irgendwas. Ich weiß nicht, in Online juckt es die Cops überhaupt nicht, ob ich jetzt hier reinkomme oder nicht. Aber in der Story schon, warum? Warum juckt es die dann? Ich check das nicht. Haut doch ab, ihr Kackhaufen. Come on, ich sehe nirgends von Hubschrauber oder nirgends von Flugzeug, willst du mich verarschen? Hier. Oh Gott, ob das gut geht, ich bezweifle es. Halt die Klappe! Come on, come on, rein! Oh, fuck you! Komm, start die Gurke, jawohl! Komm! Alter, ich hoffe so sehr, dass wir jetzt einen Fallschirm haben. Und ich lande unten, oder? Nee, das klappt auch nie, oder? Schaffe ich das unten zu landen? Ich habe keinen Plan. Vielleicht schaffe ich das. Un momento. Uno fucking momento. Würde das klappen, irgendwie da zum Landen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss erstmal ausgeschafft, das Ding. Erstmal muss ich die Cops abhängen, aber die können wir, glaube ich, eh so gut wie abhängen, weil unser Flugzeug geht ja relativ schnell. Ja, und irgendwie kommen die Cops auch nicht auf die Idee, nach oben zu schauen, weil die gucken jetzt hier oben die ganze Zeit. Und ich kann über ihren, weiß ich nicht, Sichtkegel, kann ich drüber fliegen, aber die schauen nie nach oben. Boah, geil. Außer der Heli, der kann uns sehen. Der könnte uns sehen. Komm schon. Hab ich's abgehängt? Ja, ich hab's abgehängt. Okay. Ich müsste irgendwie dort landen. Ist das Ding so groß wie der Flughafen? Ich hoffe. Und dann wäre es einfach, dann würde ich landen, dann steige ich aus, mache meine Spezialfähigkeit an, dass ich unverwundbar bin. Und dann balle ich einfach die ganzen Typen nieder, die was mir im Weg stehen, und dann klar ich Heli und das war's. Oder den Cargo-Koffer oder was auch immer. Das sieht mir nach einer Landebahn aus. Ja. Das sieht nicht schlecht aus. Die Frage ist, ist es das? Muss ich hier hin? Scheint schon. Na, alles klar, passt, ich habe einen Plan. Okay, soll ich da umdrehen? Perfekt, gut, dass die eine Landebahn haben. Heilige Witzke, denn ich habe keinen Plan, ob ich jetzt einen Fallschirm habe oder nicht, weil ich dachte, man bekommt automatisch immer einen Fallschirm, egal wo man einsteigt, ob man einen Hubschrauber oder einen Heli reinsteckt. Aber ich habe keinen Plan, ob wir jetzt im Hafen. Ist ja egal, wir landen jetzt einfach gechillt. Und dann ballern wir einfach alle nieder. Das muss klappen. Wenn ich jetzt drauf geht, dann kriege ich einen Anfang. So. Und gleich haben wir die 5000 Fahndungssterne. Ja. Halt die Fresse. Wo ist der Cargo-Bob hier? Bremse, du Stück verschissene Scheiße. Okay, raus, Trevor, raus. Ich seh nix. Hallo? Okay. Karabine, AK, was weiß ich. Mann. Lauf. Ihr werdet mir nicht ficken. Ihr nicht. Alter, wie viele? Komm schon. Da irgendwo. Was? Wo? Aua. Okay, komm, starte. Da. Und tschüss.
what you want.